In der deutschen Presse habe ich das noch nicht ein einziges Mal gesehen, das Gasgeschäft zwischen Ägypten und Israel. Das Gasgeschäft in Israel, zwischen Ägypten und Israel ist bekannt und zwar seit 2006. Und es ist eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel schreit und trotzdem bis zu diesem Moment weiterläuft. Das ist ein Geschäft, in dem das Mubarak-Regime bzw. die Mubarak-Family direkt, ne, beteiligt ist, machen dann, verkaufen einen Bodenschatz von Ägypten, was eigentlich dem Volke gehören sollte, auch laut unserer Verfassung, verkaufen das an eine Scheinfirma, die heißt East Mediterranean. Und die Scheinfirma wurde gegründet von einem Spezel von Mubarak, der jetzt abgehauen ist, musste eigentlich vor Gericht stehen, aber der ist geflohen. Hessein Sel heißt er. Und diese Firma nimmt das ägyptische Gas für eine Appel und Ei. Also weit, weit, weit unter Preis. Und verkauft das per Pipeline an Israel für ungefähr ein Viertel des internationalen Preises, obwohl das Energie ist. Also nicht etwas, was wir Probleme hätten, das loszuwerden oder so. Wir brauchen das auch selbst. Aber egal. Verkaufen das an Israel für ein Viertel des internationalen Preises und das gebunden für 20 Jahre mit einer riesengroßen Menge, sodass es seit 2 Jahren die gesamte ägyptische Gasproduktion nicht ausreicht, um die Verträge zwischen der Firma und dem israelischen, das ist eine israelische Firma, die dem Ministerium für Energie in Israel beliefert mit diesem Gas, und die haben diese Verträge. Und damit der Staat Ägypten bzw. diese Scheinfirma diese Verträge einhält, muss Ägypten ungefähr ein Drittel der Menge mit dem internationalen Preis bei Katar kaufen und dann für ein Viertel des Preises an Israel verkaufen. Und da kannst du dir vorstellen, was für eine Bewegung das entfacht hat. Und die Bewegung ist nicht seit gestern und schon gar nicht seit der Revolution, sondern seit über 3 Jahren. Und diese Bewegung hat es so weit gebracht, dass sie mehrere Gerichtsbeschlüsse gegen diesen Vertrag vor und nach der Revolution, dass dieser Vertrag ungültig ist und annulliert werden muss und die Leute, die das gemacht haben, vor Gericht müssen und so weiter. Und es läuft nach wie vor, bis heute. Was für eine Provokation. Und so etwas wird in der Mainstream-Media nicht mit einem Wort erwähnt. Gar nicht. Wir verstehen unter Stabilität, wie es unter Mubarak war, ist eine Abhängigkeitsbeziehung. Und diese Abhängigkeit muss immer reproduziert werden. So, das ist, was der Westen unter Stabilität versteht. Und wenn es manchmal vorkommt, dass eine oder andere Regime eben sich dann von dieser Abhängigkeitsbeziehung dann entkoppeln will, dann heißt das Unruhen, dann heißt es Unease, und es ist problematisch und das System ist unstabil oder instabil. Die Bewegung in Ägypten hat ein ganz klares Zeichen gegeben. Es ist eine antiimperialistische Bewegung. Das ist ein ganz klares Zeichen. Sehr viele politische Kräfte im Land, im Augenblick, angefangen von den Islamisten bis zu den Liberal-Konservativen und so weiter, und die sind viel, versuchen jetzt im Nachhinein dieser Aufschwung des Volkes so zu interpretieren, so zu manipulieren, als würde alles nur wegen der Korruption gewesen sein.
Das heißt, wir verurteilen die Korruption und da können wir austoben. Jeder ist doch gegen Korruption und das ist jetzt offensichtlich geworden. Und wenn wir unser Land von der Korruption sauber kriegen, dann läuft alles wie geschmiert, aber wie vorher. Das heißt, man möchte im Endeffekt, das sind diese politischen Kräfte, ein System, ein System-Setup, muss ich sagen, neu haben, das etwas nachhaltiger ist. Ne? Das muss natürlich irgendwie so eine demokratische Form haben, aber mit Beibehaltung der Abhängigkeitsstrukturen. Und das ist ja das Problem. Die anderen linken Kräfte, auch nur ausschließlich die Linken in dem Land, versuchen, etwas tiefer zu gehen, versuchen auch das zu interpretieren, dieser Bewegung, nicht als ob es nur um die Korruption und als Folge davon den Polizeistaat und Unterdrückung und so weiter, sondern die Politik, die dahinter gestanden hat. Das heißt, man sieht den Polizeistaat und die Korruption und die Unterdrückung als Folge und nicht als Ursache. Ich würde sagen, die Bewegung wurde gestartet, initiiert, den Kick-off war von der Mittelklasse. Und die Mittelklasse hat ihre eigenen Gründe, die nicht unbedingt an erster Stelle das Brot war, sondern an erster Stelle war bei dieser Mittelklasse die Würde, würde ich sagen. Das heißt, man hat 4 Jahrzehnte in Unterdrückung gelebt und das ist genug. Und zwar ganz klare Unterdrückung und das System war ganz zum Schluss ziemlich hässlich. Ne? Also wenn man nicht mehr sich auf die Propaganda stützt, sondern nur auf Polizeikraft und nur auf Unterdrückung und nur auf flächendeckende Folterpolitik und so weiter, dann ist das ein hässliches Regime und nicht mehr die Reproduzierung des Regimes nur nicht mit manipulativen Mitteln, sondern mit direkter, brachialer Gewalt. Das hat natürlich den Ägyptern an erster Stelle ihre Würde genommen. Und das war fassbar. Natürlich, die anderen sozialen Gründe bei der Mittelklasse waren da. Ne? Das heißt, die gesamte Mittelklasse in Ägypten hat sich in diesen 3 Jahrzehnten von Mubarak nach unten verschoben. Immer mehr nach unten und immer mehr unterdrückt. Ne? Das heißt, sie haben auch soziale Probleme. Jedoch, die untere Klasse, die unterste Klassen, die haben das Brot als erste Motivation. Denn diese Unterdrückung war nicht von ungefähr, weil die Leute in Armut leben müssen. Und diese Armut wurde immer mehr und immer tiefer und hat immer mehr Gruppen und Schichten in der Gesellschaft einbezogen und so weiter. Ich glaube nicht, dass ihr dann eine Vorstellung habt, wie das bei uns im Augenblick aussieht an Armut und so weiter. Deswegen sind an erster Stelle die sozialen Forderungen der Revolutionären ganz klar definiert in dieser Bewegung. Und diese Forderungen haben sich auch vor der Revolution formiert. Ne? Nur durch diesen Uprising, durch diese Bewegung bekamen sie mehr Wucht und mehr Unterstützung, mehr Zulauf. Wir haben im Augenblick keine Gesetze im Land, noch nicht, die einen Mindestlohn vorschreiben. Aber die untersten Löhne, ganz offiziell mit Verträgen und so weiter, liegen bei umgerechnet 30 Euro im Monat. Im Monat für 40 Stunden Woche, ja, für 48 Stunden Woche, Entschuldigung,
für 48 Stunden Woche. Das Verhältnis zwischen Mindestlohn und Oberstlohn in Ägypten im Augenblick liegt bei 1 zu 36.000. Das heißt, in der Zeit, wo die meisten Ägypter auf dieser Grenze leben, bei 30 Euro pro Monat, haben wir Staatsbedienstete, die monatlich von der Staatskasse ganz offiziell so umgerechnet 200 oder 300.000 Euro kassieren, monatlich. Ja? Und das sind Verhältnisse, die dann auch die Massen provozieren. Das ist verständlich. Mubarak war weg, war nicht mehr zu retten. Das heißt, die Wucht dieser Bewegung hat dem Westen gezeigt, ich nenne das neuerdings den Norden, das ist nicht nur der Westen, das ist der Global North, dass Mubarak nicht mehr zu retten ist. Und deswegen wurde Mubarak geopfert wie sonst was, was nichts wert ist, damit das System beibehalten wird. Ich möchte nur daran erinnern, dass die Bewegung am Dienstag, 25. Januar, startete. Und am Mittwoch, 26. Januar, hat Hillary Clinton eine ganz klare Erklärung abgegeben. Das war im Fernsehen. Alle Leute haben das gesehen. Und zwar Mubarak unterstützend. Und ganz klar gesagt, this is our ally. Und wir stehen dahinter und das Regime ist stabil. Genau das, was du vorhin erwähnt hast, das Regime ist stabil und ist der Garant für Stabilität in der Gegend und so weiter. Also auf ganzer Linie hinter dem Mubarak gestanden. Das war am Mittwoch, der zweite Tag der Bewegung, wo die Bewegung noch lange nicht ihre große Welle bekommen hat. Also dann hat sich die Sache entwickelt, ich möchte beinahe sagen eskaliert danach, bis zu der größten, ja, entscheidenden Schlacht am Freitag, den 28. Januar. Und da war denen alles klar. Es war also, die Ägypter haben so diese Schwelle überschritten, wo es kein Zurück mehr geben kann. Ne? Wo die Massen auf der Straße von sich aus so zum Sterben bereit sind, als zurückzukommen, zu kneifen. Krass, Ende. Das haben alle mitgekriegt und das haben die Amerikaner auch gespürt, dass es kein Zurück mehr gibt. Und deswegen waren sie sehr bemüht, sozusagen das zu retten, was zu retten ist. Und dann haben sie sofort umgeschwungen und haben Mubarak geopfert und gesagt jetzt, wie war das nochmal? We want a smooth transition of power. So. Und Mubarak natürlich, ja, stur wie er ist, nein. Und dann hat er seine zweite Rede gehalten. Und nach der zweiten Rede, in der er gesagt hat, die Rede im Fernsehen, in der er gesagt hat, okay, er wird nicht mehr kandidieren und sein Sohn auch nicht, aber er bliebe bis September, wo die Wahlen vorgesehen waren, also bis zum nächsten Monat. Und ich habe es selbst gelesen, das war in der Zeitung bei uns, in der also staatlich dienenden Zeitungen, wo die dann ein Telefonat von Hillary Clinton als Titel geschrieben haben. When we mean transfer of power now, we mean yesterday, not September. Weil je länger diese Bewegung anhielt auf der Straße, umso tiefer wurde sie, umso radikaler wurde sie, umso mehr organisiert wurde sie. Und das ist genau, was sie vermeiden wollten. Genau das. Das wollten sie nicht. Für Amerika ist Ägypten etwas zentraler als alle anderen Staaten in der Region. Es ist nicht Tunesien.
Tunesien ist gegenüber Ägypten sehr marginal. Wenn sie dann Aufstand machen oder nicht, gut gemacht, aber mehr auch nicht. Als sich etwas in Ägypten bebte, da war sofort der National Security Rat in den Vereinigten Staaten in Dauersitzung und müssten dann stündlich auf die Situation reagieren und so weiter. Das ist ja was ganz anderes. Ägypten ist der Eckstein in den geostrategischen Plänen der Vereinigten Staaten, besonders in den militärischen, über das ganze Planeten. Ja, und deswegen wollen sie nicht, dass sich in Ägypten etwas Grundsätzliches ändert. Das vermeiden sie um jeden Preis. Und das vermeiden sie dadurch, indem sie jetzt natürlich hinter dem ägyptischen Volk stehen und sagen, ja, die Demokratie und so weiter. Und Obama hat natürlich Reden geschwungen für die revolutionären Ägypter und wir werden unsere Kinder in Amerika so erziehen, dass sie dann wie die ägyptischen Kinder sein werden und so ein Schwachsinn. Das Interessante ist, die Amerikaner haben auch keinen Hehl daraus gemacht und die haben für Ägypten schon das Modell genannt, wonach die Ägypter dann ihre Demokratisierung eben fortsetzen sollen, also diesen Prozess. Und zwar nach dem Modell Philippinen. Philippinen hat etwas Ähnliches erlebt unter Marcos und seiner First Lady, Emilia und so weiter. Und plötzlich haben sie jetzt Parteien und so und jetzt sind sie demokratisch. Und die Vereinigten Staaten wollen das in Ägypten genauso sehen. Jetzt macht ihr Parteien und dann seid ihr demokratisch und dann könnt ihr die Macht übergeben für immer, wenn eine Partei die Wahlen gewinnt und so weiter. Das ist natürlich in so einem Land wie Ägypten, es ist das Risiko. Denn das Problem ist, die politische Landschaft in Ägypten, wie viele anderen Ländern auch, aber die hat so bestimmte Blöcke. Ja, so ganze Blöcke nach den ideologischen Kriterien unterteilt. Und diese Wahlen werden hauptsächlich durch Geld bestimmt. Ganz klarer Fall. Und das wissen die Amerikaner am besten, wie die Wahlen durch Geld geführt werden. Propaganda. Besonders in so einem Land, wo wir seit über 60 Jahren keine freien Wahlen hatten. Das heißt, wir haben in diesem Land drei ganze Generationen, die noch nie richtig gewählt haben, noch nie. Die Wahlen bei uns waren immer als Farce verstanden. Mehr auch nicht. Wenn wir dann ganz grob über diese politische Landschaft etwas sagen dürfen, wir haben die Mubarakisten, die noch im Amt sitzen und die Schlüssel in der Hand haben. Dann haben wir die Nationalisten, das sind die Nasseristen zum Beispiel. Dann haben wir die Islamisten und nicht nur die Muslimbrüder. Dann haben wir die Liberal-Konservativen und die sind sehr viele Parteien, so vergleichbar in Deutschland, so ideologisch gesehen, von der FDP bis SPD. So. Und dann haben wir die Linken, auch mehrere. So, was sie dann abzielen mit diesen nächsten Wahlen und warum sie dann jetzt gleich machen, ist die Macht an eine neue Konstellation zu geben. Und zwar so eine Art Allianz oder Koalition zwischen den Islamisten und den Liberalkonservativen. Und das ist ziemlich einfach, weil sie die beiden Blöcke ausmachen, die das Geld haben. Viel Geld. Viel Geld. Ich möchte das unterstreichen. Die haben etwas gemeinsam, nämlich, dass sie an den bestehenden Strukturen gar keine Änderungen vorhaben. Das heißt,
alles, was sie propagieren, einer der Vertreter dieser liberal-konservativen Richtungen, ist der Baradei zum Beispiel. Alles, was sie propagieren, ist, wir wollen demokratische Verhältnisse haben und dadurch lösen sich unsere Probleme. Ja? Nur wenn wir freie Parteien haben, Systeme und Wahlen und so weiter und Parlament, und eine, ne? So wie es in Europa läuft, dann lösen sich unsere Probleme. Ich behaupte, nein, unsere Probleme würden sich dadurch nicht lösen. Diese Allianz wird höchstwahrscheinlich das nächste Parlament besetzen, aber es wird absolut kein einziges Problem lösen, wofür auch die Revolution gekämpft hat. Ja? Kein einziges. Ich glaube nicht, dass sie auch ruhige Legislaturperioden haben werden. Denn diese revolutionäre Phase, beziehungsweise diese Revolution, die hat gerade angefangen. Die Probleme des ägyptischen Volkes fangen mit den sozialen Fragen an, die wir angesprochen haben. Und die sind viel. Und die beiden Blöcke, die natürlich jetzt eben vorgesehen für das neue Parlament, die unterstützen die neoliberale Agenda hundertprozentig. Ne? Die haben überhaupt nicht vor, irgendetwas Soziales zu realisieren. Null. Und sie liefern sich ganz andere Diskussionen, entweder über die Korruption oder über die Säkularisierung des Landes und so weiter. Das sind Scheinkämpfe, da wo es knistert, aber ja, dahinter bleiben die echten Probleme unberührt.